Also, es ist wieder soweit. Wir cruisen in ein anderes Land. Und jetzt sind wir nochmal kurz schnelle Welle bei Vapiano. Ich gönne mir jetzt gleich ein paar Snacky-Leckys. Eigentlich sollte ich das rausschneiden, aber ich lasse es einfach drin. Snacky-Leckys. Ja, also egal, ich muss authentisch bleiben. Ich muss authentisch bleiben. Genau, Vapiano, schnelle Welle. Wir sind jetzt, keine Ahnung, wie viel Uhr das ist. Das ist 21.05 Uhr. 21.05 Uhr. Wir attackieren nochmal schnell ein paar Snacks. Und werden dann jetzt gleich zu Hause uns ready machen, extra früh schlafen gehen, inshallah, weil wir müssen einfach um 5.30 Uhr oder so am Flughafen sein. Fair, aber Bock gar nicht. Aber was soll's. Letztes Mal ist ja einiges schief gelaufen, einiges hat ja nicht gebockt. Dementsprechend müssen wir das diesmal nachholen. Ich wollte unbedingt nach Harrods, ich wollte ein paar andere Sachen machen. Also es wird wieder eine kleine Fresstour. Genau, viel Spaß wünsche ich euch auf jeden Fall. Genau, letztes Mal sind ja einige Dinger schiefgegangen in London. Deswegen müssen wir das jetzt korrigieren. Also wir werden nicht noch ein Bett kaputt machen, aber wir werden... Naja, wir werden gar kein Bett haben, da war ja was. Aber wir werden 40 Stunden in London. Ich weiß nicht, ob das ganz 40 Stunden sind, aber wir werden auf jeden Fall nicht schlafen. Dementsprechend müssen wir uns auf jeden Fall früh, Digga, ins Bett schlafen gehen, ihr wisst, was ich meine. Und dann werden wir eins mit dem Energy. Wir werden Energy Drinks zu unserer zweiten Lebensessenz machen und wirklich versuchen, das Ganze durchzustehen. Wir haben 1000 Hotspots rausgesucht, diesmal etwas strukturierter, das heißt, es ist mehr Input, mehr Content. Genau, wir sehen uns dann. Morgen früh, 5.30 Uhr, Punkt 5.30 Uhr müssen wir am Flughafen sein. Es wird ein kurzes Erlebnis mit Schlafen. Vor allem 4-5 Stunden schlafen und dann nochmal 40 Stunden wach bleiben. Ich hatte schon eigentlich bessere Ideen, aber it is what it is, egal. Ich arbeite mit ganz entspannt. Das sind Sudels mit Lachs. Sudels sind so Zucchini-Nudeln. Und dazu noch Käse, Lachs, Zwiebeln und ich weiß gar nicht, ob eine Käsecremesauce. Das sieht auf jeden Fall stabil aus. Okay, womit arbeiten wir? Sudels mit Gambaretta. Mit Gambaretta, also so Spinat und Shrimps. Das sieht doch vernünftig aus. Das sieht doch sehr vernünftig aus. Oh, mit Brot. Mit Brot, interesting. Mit Brot. Geschlafen habe ich, ja, gefühlt 5 Minuten. Gefühlt 5 Minuten geschlafen, aber Attacke. Ich weiß noch nicht, ob man meine Augenringe richtig sieht, aber realistisch habe ich ungefähr 35 Minuten geschlafen. Realistisch. Okay. Was für 4 Stunden? Auf gar keinen Fall. Ich habe 1/2 Stunde geschlafen, max. Ja, abgesehen davon, Homo, muss man klar sagen, die Konversation war erstens stark, Digga, und zweitens, mein Körper ist gewohnt, um 3 Uhr morgens schlafen zu gehen. Genau dann, weil ich aufstehen soll. Jetzt 5.37 oder so am Morgen. Bro, ich bin unten nochmal smash, mein Kopf ist matsch. Ich habe ungefähr 10 Minuten geschlafen. Aber egal, wir packen das schon. Die Energy Drinks, die ich später konsumieren werde, die und wir, werden auf jeden Fall eine Einheit für mich später. Ich weiß noch gar nicht, was ich habe, aber naja, wird schon klar. So, Hamburger Flughafen, natürlich mit Tauben inside. Mit Tauben drinne diese. Bro, er wird mir so auf Kopf scheißen, verpiss, ich geh weg von mir. Der kommt mir mich angucken. Nein, er macht Blickkontakt. Was ist das denn, ey? Ich war unnormal motiviert, hab mir morgens ein Matcha geknallt, weil ich dachte, das schmeckt. Trugschluss, absoluter Trugschluss. 5 Euro für nix. Wir sind auf jeden Fall jetzt am Airport. Ich bin eigentlich, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Stage, wenn er einfach nur so zu lange nicht geschlafen hat? Genauso ist mein Kopf gerade im Matsch. Ja, mein Quote ist bis jetzt, ich glaube, 6 von 6 Flügen in den letzten 3 Jahren, die ich getätigt habe. Ich muss echt mehr fliegen, das nämlich auf safe kontrollieren müssen.
Die müssen mich kontrollieren, die müssen mich einfach komplett einmal durchfilzen mit meiner Taschenkontrolle. Der Typ hat mich an Stellen angefasst, hat mich so angefasst. Bro, und der hat richtig so einen Grip gemacht, ne? Er hat die ganze, ja, mit Augenkontakt weiß ich nicht. Es war Business für ihn, aber es war auf jeden Fall persönlich für mich. Er hat mich so intim angefasst. Hier links nicht. Er hat mich so, er hat eine ganze Hand voll mir. Also er hat mich komplett in der Hand gehabt. So können wir es am besten formulieren. Er hat mich komplett in der Hand gehabt. Digga, das war so unangenehm. So unangenehm. Ekliger Typ, hat mich so aufgeregt, ne? Ich so, bah! Er hat ein Stück von dir genommen. Er hat ein Stück von mir in seiner Hand. Ein sehr großes Stück. Wir sind jetzt kurz davor, in den Gate reinzugehen. Es ist immer schwerer für mich, einen Satz zu formulieren, weil ich einfach unnormal zerstört bin. Ich merke jetzt schon die Auswirkungen von dieser Schlaflosigkeit. Aber ihr seht, ich bin vorbereitet, weil so sieht man das nicht. Du denkst die ganze Zeit, ich mache Spaß, ne? Er hat wirklich einen richtig soliden Grip von mir genommen, hat aber mein Package getastet und hat sichergestellt, okay, deswegen mag meine Frau diese Dinger, okay. Hat er wenigstens so am Ende noch gecrawlt, bisschen so... So mich gekrault oder eine Kerze angezündet? Nein, hat er alles nicht gemacht. Hat er alles nicht gemacht. Das swipe nicht mehr, was ist das für Spaß? Was ist das für Spaß hier, Digga? Removed and destroyed. Also, wir sind jetzt in London angekommen. Bro, ich habe versucht, nicht zu knacken. Ich weiß nicht, wer von euch den Vlog vor 2 Jahren gesehen hat. Da weiß ich, wurde eigentlich von den App zerstört. Das heißt, ich wusste, diesmal muss ich das unterlassen. Keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen, aber es wird auf jeden Fall lustig. Tatsächlich ist gerade der Bruder, mit dem ich reise, Ahmed. Er ist gerade angehalten worden und jetzt ziehen die ihn extra raus. Es ist so gut zu sehen, dass man mal nicht das Haupttarget ist. Das ist auch nice, so, weil normalerweise wollen die immer mich auseinandernehmen. Andererseits beschissen, weil ich bin jetzt ein bisschen eklig, weil ich bin jetzt ein bisschen unsicher, was jetzt gleich als nächstes passiert. Hoffentlich geht unser London-Trip nicht gleich drauf aufgrund von irgendwelchen Schikanen, keine Ahnung. Aber wir werden sehen. Diese ekelhafte Kreatur. Ich wollte jetzt einfach nur nerven. Meine Augenlider sind jetzt einfach auf Standby. Ich bin okay.